Das Ludwig-von-Mises-Institut Deutschland bekommt den Netzwerkpreis der Friedrich-von-Hayek-Gesellschaft des Jahres 2024. Und im Programm steht, dass ich eine Laudatio halten darf. Die Hayek-Gesellschaft ehrt und würdigt mit ihrem Netzwerkpreis im Jahre 2024 die Arbeit des Ludwig-von-Mises-Instituts Deutschland. Das Institut wurde im Oktober 2012 unter der maßgeblichen Federführung seines damaligen und heutigen Präsidenten, Professor Dr. Thorsten Polleit, gegründet. Eine Würdigung des Instituts ohne die gleichzeitige Anerkennung der Leistungen seines Präsidenten ist mithin schlechterdings unmöglich. In den vergangenen Jahren haben sich die Namen Ludwig von Mises und Thorsten Polleit faktisch in einer Weise ineinander geschlungen und miteinander verwoben, dass Margit von Mises im Grunde auch die Mutter von Thorsten sein könnte. Im Ergebnis erfordert eine Vorstellung des Geehrten also vier Abschnitte. Sie heißen erstens Ludwig von Mises, zweitens das Mises-Institut in den USA, drittens Zahnschmerzen und viertens das Mises-Institut Deutschland. Teil 1, Ludwig von Mises. Manfred Rösch beschrieb die grundlegenden Lebensdaten des Ökonomen und Sozialphilosophen im Jahre 2013 für die Zeitschrift Finanzen und Wirtschaft mit den Worten: Ludwig Elder von Mises kam als Kind einer in den Adelsstand erhobenen jüdischen Familie in der Donaumonarchie zur Welt. Seine Ausbildung erwarb Mises in Wien. Zu Studienbeginn stand er unter dem Einfluss der dominierenden Strömungen des Etatismus und des Historismus, wie etwa der eines Gustav Schmoller. Doch dann las er Werke Karl Mengers und besuchte das Seminar Eugen von Böhm-Bawerks, der von der Spitze des Finanzministeriums an die Universität gewechselt hatte. Kurzer Einschub inmitten des Zitates. Ich merke an, ein solches »Doch dann« findet sich in den Kreisen österreichischer Ökonomen bemerkenswert oft. Einen vergleichbaren kopernikanischen Abschied vom ptolemäischen Geldbild beschreiben zum Beispiel auch Austrians wie Thomas Mayer oder eben Thorsten Polleit. Darauf wird zurückzukommen sein. Ende des Einschubes und weiter mit dem Zitat von Manfred Rösch. Böhm-Bawerk, der Mengers österreichische Schule fortsetzte, wurde Mises wichtigster Lehrer. Mit seiner Habilitationsschrift Theorie des Geldes und der Umlaufmittel etablierte sich Mises kurz vor dem Ersten Weltkrieg als einer der führenden Köpfe der dritten Generation dieser Lehrmeinung. Zitat Ende. Tatsächlich war Ludwig Heinrich Elder von Mises 1881 in der westukrainischen Stadt Lemberg geboren worden. Nachdem die Familie in die Hauptstadt Wien umgezogen war, studierte er dort Rechtswissenschaften und wurde 1909 bei der Handelskammer Wien Leiter der Finanzabteilung. Das arbeitstägliche Aufeinanderprallen von Geldtheorie und Geldpraxis dürfte für Mises Denken dort schon sehr früh prägend geworden sein. Der interdisziplinäre Austausch mit zeitgenössischen Geistesgrößen wie Gottfried Haberler, Friedrich August von Hayek, Fritz Machlup, Oskar Morgenstern, Moritz Schlick und Max Weber, um nur einige wenige zu nennen, war zudem weiterer intellektueller Treibstoff, um jene Klarheit im Denken und jene Präzision in der Darstellung zu entwickeln, die uns aus seinen Werken so brillant entgegentritt. 1940 musste Ludwig Mises vor den Nationalsozialisten aus Europa fliehen und fand eine neue Heimat in New York, wo er bis zu seinem Tod 1973 blieb. Die Verleihung des Nobelpreises an seinen Freund Friedrich Hayek im Jahre 1974, mit dem er und Maurice Allais, Walter Eucken, Milton Friedman, Frank Knight, Fritz Machlup, Karl Popper, Wilhelm Röpke und George Siegler Anfang April 1947 die Mont-Pèlerin-Gesellschaft gegründet hatten, erlebte er also nicht mehr. In New York entstanden weitere Werke, Hauptwerke, Human Action 1949, Socialism 1951, Theory and History 1957, The Epistemological Problems of Economics 1960, The Ultimate Foundation of Economic Science 1962. Ludwig von Mises, dessen Bruder Richard übrigens Mathematiklehrer war, ohne dass ich wüsste, warum diese Information ausgerechnet in diesem Satz hier ihren Ort gefunden hat, Ludwig von Mises, dessen Bruder also Mathematiklehrer war, empfahl den Ökonomen lieber zu denken als zu rechnen.
Die interdisziplinäre Neugier, über die Grenzen des eigenen Fachs hinauszublicken, Jura studiert zu haben, Geld und Wirtschaft zu erforschen, sich auf philosophische Fragestellungen einzulassen und Geschichte zu erfassen, weitet das Denken erheblich. Wir werden gleich auch im Wirken Thorsten Polleit sehen, wie sich aus seinem Blick aus der studierten Wirtschaftswissenschaft heraus in Philosophie und Literatur inzwischen erkenntnisreich auswirkt. Und es hilft, über Jahrzehnte hinweg international Netzwerke zu knüpfen. Margit von Mises veröffentlichte 6 Jahre nach dem Tod ihres Mannes ein kleines wirtschaftswissenschaftliches Juwel, vom Wert der besseren Ideen fast 6 Vorlesungen zusammen, die Ludwig von Mises im Jahr 1958 in Buenos Aires gehalten hatte, im Vorwort der deutschsprachigen Ausgabe von 1983, für deren Publikation unter anderem Gerd Habermann mit der Hayek-Gesellschaft gesorgt hat, berichtet Margit von Mises, Zitat: Im Herbst 1958 wurde mein Mann von Dr. Alberto Benegas Lynch gebeten, in Buenos Aires eine Reihe von Vorlesungen zu halten. Ich war eingeladen, ihn zu begleiten. Dieses Buch enthält die Niederschrift dessen, was Ludwig von Mises in dem kurzen Zeitraum von 6 Vorlesungen den argentinischen Studenten vortrug. Wir kamen nach Buenos Aires einige Monate, nachdem Perón mit Gewalt gezwungen worden war, das Land zu verlassen. Seine Regierung hatte zu einer vollkommenen Zerrüttung der argentinischen Wirtschaft geführt und sein Nachfolger war nicht viel besser. Die jungen Leute, die meinem Manne zuhörten, wussten nicht viel von Wirtschaftsfreiheit oder Freiheit des Individuums. Sie reagierten, als ob ein Fenster geöffnet wurde und frische Luft die Räume durchströmte. Zitat Ende. Ich entnehme diesen Worten über das Öffnen intellektuelle Fenster wieder jenes »doch dann«, wie es Manfred Rösch formulierte. Der kopernikanische Sprung aus dem vertrauten ptolemäischen Trott braucht einen Impuls von außen. Der Mann, der Ludwig von Mises 1958 einlud, nach Argentinien zu kommen, Alberto Benegas Lynch, ist übrigens der Vater eines Sohnes mit gleichem Namen, den Javier Milei bei seiner Amtseinführung am 10. Dezember 2023 einen Helden des Liberalismus nannte und dessen Amtsnachfolger, der Universitätsdirektor Martin Krause, im Frühjahr 2024 gerade Gast der Gottfried von Haberler Konferenz in Vaduz war, ein Berater von Javier Milei. Ich komme zu Punkt 2 der Herleitung, das Mises-Institut in den USA. Praktisch zur gleichen Zeit, als Gerd Habermann mit dem Olzog Verlag die 6 Vorlesungen aus Buenos Aires zur Publikation vorbereitete, gründete Lou Rockwell in den USA das Mises-Institut in Auburn. Rockwell wollte mit diesem Institut libertäre und anarchokapitalistische Ideen erforschen. Einem Ordi zufolge hatte er allerdings Sorge, der Name Mises könnte für Sponsoren zu radikal klingen. Es will den Anschein haben, als sei der Wunsch, mit dem offenen Aussprechen von menschlichen Selbstverständlichkeiten und gesellschaftlichen Umgangsnotwendigkeiten nicht die Anschlussfähigkeit zu wirtschaftspolitischen Ptolemäern zu verlieren, transatlantisch universal. Erstaunlich aber ist, dass Lou Rockwell nicht alleine der Begriff des Anarchokapitalismus schon für sich gesehen als ein marketingtechnisches No-Go betrachtet hat. Diesseits des Atlantik wirken schon akademische Äußerungen zur Abgrenzung davon wie ein gesellschaftspolitischer Hexenritt. Umso mehr ist es Thorsten Polleit und dem Mises-Institut zu danken, dass sie nun auch in Deutschland systematisch damit begonnen haben, klarzustellen, innerhalb des Liberalismus gibt es mit Sicherheit mehr rechtliche, ökonomische, politikwissenschaftliche und philosophische Gattungen, Arten und Unterarten, als wir heute menschliche Geschlechter kennen. Die Buntheit und Vielheit dieser intellektuellen Empirie innerhalb der Familie des Liberalen dürfte sich aller Voraussicht nach schon bald noch erheblich ausweiten, nachdem der Vollkontakt-Kampfsportler Renato Moicano Mitte April 2024 viel beachtet zur Lektüre der Werke von Mises aufgerufen hat. Der wirkmächtige Werberuf des Brachialathleten stand allerdings sicher nicht in einem direkten kausalen Zusammenhang zu den Ereignissen des Jahres 2012 in Deutschland. Diese erhellen sich nun aber aus meinem dritten Abschnitt. Drittens, Zahnschmerzen. Am 4. Dezember 1967 wurde Thorsten Polleit in Münster, Westfalen, geboren. Er studierte eben dort Wirtschaftswissenschaften, promovierte bei dem Geld- und Währungsexperten Manfred Borchert, arbeitete dann zunächst für die damals noch jung fusionierte niederländische Bank ABN AMRO und wechselte von dort zu dem britischen Bankhaus Barclays, das, wie jedermann weiß, praktisch zeitgleich mit der Geburt Thorsten Polleits 1967 im Norden Londons den ersten Geldautomaten der Welt aufgestellt hatte. In der Modern Money Theory
gelten fehlende Korrelationen wie die zwischen diesen beiden Ereignissen bekanntlich als allenfalls empirisch widerlegbarer Beweis ihrer Kausalbeziehung. Sich dem zu entziehen, erfordert Intelligenz, Charakter und Standfestigkeit. Das war eine kritische Bemerkung zu Modern Money Theory. Thorsten Polleit hätte also eine glänzende Karriere inmitten dieser ptolemäischen Geldwelt offen gestanden. Doch dann entdeckte er sein wissenschaftliches Interesse an den Arbeiten von Mises. Dies wiederum wäre möglicherweise sein privates Interesse geblieben. Doch dann hatte er eines Tages Zahnschmerzen. Er begab sich daher zu einem Zahnarzt, freundete sich mit ihm an und erzählte ihm über Ludwig von Mises. Der konsultierte Zahnarzt kannte das von Lew Rockwell gegründete Institut in Auburn und verstand sofort, dass Thorsten Polleit niemals irgendwo Präsident werden würde, außer er gründete ein Mises-Institut in Deutschland. Es begab sich also zu der Zeit, dass der Thorsten die Möglichkeit einer Institution ist, Institutsgründung schätzen ließ. So nahm er Kontakt auf zu August Baron von Finck, der seine Idee gut hieß und ihn unterstützte. Und weil Andreas Marquardt evolutionssimultan eine Website auf den Namen Mises gesichert hatte, fanden die beiden spontan kooperierend zusammen. Sie sprachen, es werde ein Institut und aus dem Nichts ward das deutsche Mises-Institut. Und sie sahen schon bald, dass es gut war. Viertens, das Mises-Institut Deutschland. Die gemeinsame Arbeit von Andreas Marquardt, Andreas Tietke und August Baron von Finck mit Thorsten Polleit hat inzwischen zu ganz erheblichen Arbeitsergebnissen geführt. Die Website des Deutschen Mises-Instituts hat jeden Monat rund 100.000 Zugriffe, jeweils montags, mittwochs und freitags erscheinen wie ein Uhrwerk, wie Thorsten Polleit betont, neue schriftliche Beiträge auf der Seite. Zusätzlich veranstaltet das Institut jährlich eine Präsenzkonferenz im exklusiven Bayerischen Hof zu München. Die Kapazität von 250 Gästen wird regelmäßig ausgeschöpft. Der eigene YouTube-Kanal, Podcasts, Studien, Seminare und Vorlesungen tragen die Erkenntnisse der Austrians weiter in die Gegenwart. Die private Finanzierung der Aktivitäten versteht sich von selbst, denn die Annahme öffentlicher Fördergelder wäre für Thorsten Polleit ein Widerspruch in sich. Und damit richtet sich der Blick des Laudators dann auch schon sehr konkret auf das Denken und Wirken des Präsidenten Polleit. Niemand kann ein großer Ökonom sein, der nur Ökonom ist. Und ich bin sogar versucht hinzuzufügen, dass der, der ausschließlich Ökonom ist, leicht zum Ärgernis, wenn nicht gar zu einer wirklichen Gefahr wird, schrieb Friedrich von Hayek. In diesem Sinne ist Thorsten Polleit keine Gefahr, sondern ganz im Gegenteil geradezu eine Rettung. Die Tiefe seiner Einsichten und seiner Beschreibungen von Realität hat das enge Feld der Ökonomie längst verlassen. Er ist vorgedrungen in die Philosophie, die Geschichte und nicht zuletzt in die Logik als eine der verlässlichsten Stützen seiner wahrheitssuchenden Forschungen. Bisweilen schlagen intellektuell leichtgewichtige Kritiker ihr Lager vor der sorgsam gegründeten Arbeit Thorsten Polleits auf. Aber schon erste substantiierte Rückfragen wehen die Zelte solcher marodierender Camper davon. Wenige lebende Intellektuelle haben bislang so präzise verstanden, welche absolutistischen Gefahren für eine freie Gesellschaft aus schlechtem Geld resultieren. Wenige Publizisten sind in der Lage, diese Zusammenhänge konzis zu beschreiben. Wer nicht alles dafür tut, sich diese außergewöhnlichen Kompetenzen Thorsten Polleits zunutze zu machen, der glaubt wahrscheinlich auch, Edelmetalle dienten am besten den Zweck, Füllfederhalter einzufärben. Kunstpause. Nicht nur der Urgedanke aller axiomatischen Praxeologie, wonach man nicht ohne Selbstwiderspruch erklären kann, ich handele nicht, steht im Zentrum der systematischen Ermittlungen des Apriористen Polleit. Unter der Überschrift Popper hilft nicht weiter, formuliert er, nach Popper ist alle Erkenntnis nur hypothetisch wahr. Wenn man aber sagt, alle Erkenntnis ist nur hypothetisch wahr, dann ist diese Aussage erstens entweder ein Selbstwiderspruch oder zweitens ist sie selbst nur hypothetisch wahr. Und das würde erkenntnistheoretisch ins Nichts führen. Zitat Ende. Ich wage also die lobredende These, dass Thorsten Polleit hier gelungen ist, Karl Raimund Poppers wissenschaftstheoretische Grundlegung so zu falsifizieren. Margit von Mises wäre stolz auf ihren Sohn Thorsten, von dem sie nur angenommen hatte, dass er lediglich im Nichts existierte. Mitten im Leben lehrt der Spiritus Rector des Deutschen Mises-Instituts als Professor an der Frankfurt School of Finance und als Honorarprofessor an der Universität Bayreuth. Und wer seine Buchpublikationen betrachtet,
der Antikapitalist, des Teufels Geld, Monetary Economics in Globalized Financial Markets, der Weg zur Wahrheit, Geldreform, vom intelligenten Investieren, Ludwig von Mises für jedermann oder wer auch nur auf die Aufsatzzusammenstellung unter thorsten-polleit.com herauf und herunter scrollt, der erkennt, bei all diesem Fleiß ist unwahrscheinlich, dass er heute überhaupt die Zeit gefunden haben könnte, nach Hamburg zu reisen. Und doch ist der schwarze Schwan an der Alster gelandet. Einschub. Pedro Schwarz hat mir übrigens wegen der Suche eines Philosophen und eines Theologen nach einer schwarzen Katze in einer Dunkelheit erzählt, dass er Karl Popper an der London School of Economics noch persönlich bei der Jagd nach genau dem schwarzen Schwan beobachtet hat, den Martin Ronheimer in Schönbrunn schon hatte fliegen lassen. Leider ist diese Geschichte nicht mal hypothetisch wahr, weswegen ich sie falsifiziert verschweige. Zurück zu unserem Thema. Dass Mises fasziniert, sieht man nicht nur an 1092 Seiten, die Rahim Tagizadegan in 4 Bänden fleißiger deutscher Übersetzung aus dessen Human Action gemacht hat, lektoriert von Gregor Hochreiter und unterstützt von Georg Zundel, allesamt Mitglieder der Hayek-Gesellschaft. Unser letztjähriger Medaillenträger und Gesellschaftsmitglied Jörg-Guido Hülsmann hat ebenfalls mit The Last Night of Liberalism eines der zentralen Werke über Ludwig von Mises vorgelegt. Und so haben wir allen Grund, das Deutsche Mises-Institut mit dem Netzwerkpreis der Hayek-Gesellschaft zu ehren. In dem postpopperschen Bestreben, in allem und jedem einen Falsifikationsfaktor finden zu wollen, bliebe zuletzt alleine noch der Hinweis auf ein Detail. Auf der Homepage des Deutschen Mises-Instituts findet sich derzeit der Satz, Mises sei der, Zitat, wohl bedeutendste Ökonom und Sozialphilosoph des 20. Jahrhunderts. Der Vorstand der Hayek-Gesellschaft weist a priori darauf hin, dass Mises sicher neben Friedrich August von Hayek einer der bedeutendsten Ökonomen und Sozialphilosophen des 20. Jahrhunderts ist. Und wir sind sicher, dass sich einer der wohl bedeutendsten Ökonomen und Sozialphilosophen des 21. Jahrhunderts finden wird, um diesen winzigen Webfehler im Teppich der österreichischen Wahrheit auszuknoten und glatt zu ziehen. Thorsten, es ist mir eine große Freude, deiner Arbeit freundschaftlich verbunden sein zu dürfen. Ich habe viel von dir gelernt und ich hoffe sehr, das auch weiter tun zu können. Ich darf versichern, dass der Vorstand der Hayek-Gesellschaft und die Mitglieder unserer Gesellschaft diese Freude teilen. Herzlichen Glückwunsch zum in jeder Hinsicht verdienten Netzwerkpreis 2024. Thorsten Popper. Zunächst sollte ich sagen, alle Gäste, die weiter hinten im Raum sitzen und denen der Blick vielleicht etwas versperrt ist, ich bin nicht Javé Millier. Lieber Carlos Gebauer, sehr geehrter Professor Habermann, sehr geehrter Professor Kotz, liebe Gäste, liebe Freunde der Freiheit, ich bedanke mich sehr für die Auszeichnung, die die Friedrich August von Hayek Gesellschaft mir heute Abend überreicht. Ich nehme Sie in großer Dankbarkeit und stellvertretend für das Ludwig von Mises Institut Deutschland entgegen für alle, die das Mises Institut unterstützen, die vor und hinter den Kulissen wirken, engagiert wirken, alle, die das Mises Institut zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ihnen allen gilt mein, gilt unser Dank. In Deutschland, in Österreich, der Schweiz und auch in vielen anderen Ländern der Welt. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle zwei Personen. Zum einen, Carlos Gebauer hat ihn bereits erwähnt, Andreas Marquardt, dem Mitstreiter der ersten Stunde. Mit ihm zusammen habe ich das Institut gegründet. Zum anderen Dr. Andreas Tietke, der die Vorstandsposition übernommen hat und mit dem ich nicht nur das tagtägliche Geschäft effizient bestreiten kann, sondern der mir auch zu einem unverzichtbaren Gesprächspartner, Mit- und Vordenker geworden ist. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Gäste, ich verhehle nicht, dass ich vor und natürlich auch während der Laudatio von Carlos Gebauer recht nervös war.
denn ich bin es ja auch gar nicht gewohnt, unter großem Publikum ad personam unter die Lupe genommen zu werden. Und ich darf sagen, sowas strebe ich eigentlich auch gar nicht an. Mein Bestreben ist es und war es stets, das Augenmerk auf die Ideen zu lenken und nicht so sehr auf die Sie verkündenden Personen. Daher sehe ich die Würdigung, die Sie mir heute stellvertretend für das Ludwig von Mises Institut Deutschland verleihen, als eine besondere Ermutigung an, weiterzumachen, die Arbeit des Instituts noch wirkungsmächtiger werden zu lassen, die Ideen der Freiheit, wie sie Ludwig von Mises in seiner Denk- und Lehrtradition ausformuliert und begründet hat, einer noch größeren Zahl von Menschen anzubieten und verständlich zu machen. Der ein oder andere von Ihnen mag vermutlich an dieser Stelle sich fragen, was macht denn das Ludwig von Mises Institut Deutschland, dass man es heute Abend auszeichnet? Der Laudator hat diese Frage, so denke ich, bereits beantwortet. Ich erlaube mir doch, einen weiteren Aspekt an dieser Stelle beizufügen. Ludwig von Mises hat gezeigt, dass die Volkswirtschaftslehre keine Erfahrungswissenschaft ist. Er konzeptualisiert die Volkswirtschaftslehre als eine sogenannte a priorische Handlungswissenschaft. Was heißt das? Das heißt, dass wir über ökonomische Gesetzmäßigkeiten oder Regelmäßigkeiten Erkenntnis gewinnen können, ohne dass wir dazu auf Erfahrungen zurückgreifen müssten oder könnten. Ein Beispiel. Wir müssen nicht testen und ausprobieren, ob die Ausweitung der Geldmenge in der Volkswirtschaft die Kaufkraft einer Geldeinheit verringert im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet wird. Das können wir ganz allein durch handlungslogisches Denken begreifen. Oder wir wissen mit apodiktischer Gewissheit, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, keine freiwillige Veranstaltung ist, sondern dass er sich auf Zwang und Gewalt gründet. Oder wir wissen, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, sich früher oder später zu einem Maximalstaat ausdehnt. Zu diesen und vielen weiteren Aussagen gelangt man, indem man die wissenschaftliche Methode, also die Art und Weise, wie man Erkenntnisse gewinnt und die Ludwig von Mises erkenntnistheoretisch begründet hat, unbeirrt anwendet. Die Methodenfrage, die schon frühzeitig in der österreichischen Denktradition eine Rolle gespielt hat, ist ein zentraler, in seiner Bedeutung gar nicht zu überschätzender Aspekt. Mises vertritt die Auffassung, dass die wissenschaftliche Methode, die in der Naturwissenschaft verwendet wird, wo man also Hypothesen aufstellt, Wenn-Dann-Aussagen formuliert und sie dann mit Daten versucht zu überprüfen, dass eben diese wissenschaftliche Methode sich nicht in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften anwenden lässt. Wer es dennoch tut, gelangt zu falschen Ergebnissen, beraubt die Volkswirtschaftslehre womöglich sogar ihrer Wissenschaftlichkeit. Die Sozial- und Wirtschaftswissenschaft braucht, so Mises, eine andere eigene, für ihr Untersuchungsgebiet passende wissenschaftliche Methode. Und zwar die, Carlos Gebauer hat es bereits genannt, wie Mises es formulierte, die Praxeologie, also die a priorische Handlungswissenschaft. Wenn man mit ihr gedanklich arbeitet, gelangt man nur allzu häufig zu Aussagen, die nicht selten konträr zur herrschenden Hauptstromökonomik stehen. Man gelangt auch häufig zu Aussagen, die so manche unliebsame Wahrheit zutage befördern. Und genau hier, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liegt die Besonderheit des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Wir und unsere Autoren denken und analysieren a priorisch, handlungslogisch. Wir versuchen, die Wahrheit zu ergründen, wir fühlen uns der Wahrheit verpflichtet, machen keine Konzessionen gegenüber der herrschenden Meinung, Institutionen, Parteien, Unternehmensverbänden oder vorgeblichen Autoritäten. Alles wird vielmehr der a priorischen Handlungslogik unterzogen. Umso dankbarer bin ich, dass die Friedrich August von Hayek Gesellschaft unsere Arbeit würdigt. Ich sehe darin ihre offenkundige Freiheitsgesinnung. Erlauben Sie mir, sehr geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, an dieser Stelle noch 4 ganz kurze Gedanken mit Ihnen zu teilen. Der erste Gedanke. Ich muss Ihnen allen hier im Raume vermutlich nicht erklären, dass unser aller Freiheit systematisch und gezielt angegriffen wird und
Die Menschen, die unsere Freiheit angreifen, die sogenannte globale Elite, einflussreiche internationale Institutionen und ihre Financiers, Sonderinteressengruppen, wie sie etwa als Military Industrial Complex bezeichnet werden oder Big Pharma, Big Banking, Big Media und dergleichen, sowie die politischen Parteien, die die globalen Agenden im Sperrfeuer der Leitmedien, staatlichen Bildungsinstanzen und NGOs auf nationaler Ebene umsetzen, sie alle werden nicht aufhören, bis wir als Ergebnis der Umsetzung dieser Agenden vollends kontrolliert sind oder, um mit den Worten Hayeks zu sprechen, bis wir vollends verknechtet sind. Die Umsetzung dieser Agenden wie beispielsweise Zero CO2 oder Deindustrialisierung und Schrumpfwirtschaft, digitales Zentralbankgeld, die autoritäre Festlegung, was Desinformation ist und was gesichertes Expertenwissen ist, Digital-ID und die damit möglichen Freiheitsbeschränkungen in ausgerufenen Krisensituationen und dergleichen mehr. Die Umsetzung dieser supranationalen Agenden wird uns verarmen, wird, wenn all das nicht gestoppt und zurückgedrängt wird, zu einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Niedergang führen. Freiheit oder Autoritarismus. Es geht um alles oder nichts. Da sollte man sich nichts vormachen. Der zweite Gedanke. Wenn wir unsere und die Freiheit unserer Mitmenschen behalten wollen, dann müssen wir uns verteidigen. Wir dürfen keinen Illusionen unterliegen, müssen vielmehr die Welt sehen, wie sie ist, dürfen uns nicht mit Rückzugsgefechten begnügen, sondern müssen uns aufmachen, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Der dritte Gedanke. Wir, die Befürworter der Freiheit, haben die allerbesten Chancen, die Feinde der Freiheit zurückzuwerfen. Sie zu besiegen, denn die Logik, also die unüberwindbare Menschenvernunft, ist auf unserer Seite, steht unüberwindbar gegen die Feinde der Freiheit. Die Richtigkeit des Arguments, die Wahrheit, ist eine starke intellektuelle Waffe im Kampf um die Ideen. Im Grunde ist der intellektuelle Kampf schon längst zugunsten der Freiheit entschieden. Doch warum, so werden Sie fragen, befindet sich die Freiheit denn dann immer noch im Rückzug? Das bringt mich zum vierten Gedanken. Ein zentraler Schlüssel, um die Kräfte der Freiheit wirksam zu entfesseln und mit ihnen die Welle der Unfreiheit zurückzuwerfen, ist die Aufklärung. Und zwar die Aufklärung, wie sie der Königsberger Philosoph Immanuel Kant formuliert hat. Wie wir heute auch, so lebte Kant in seiner Zeit, einer Zeit der Anti-Aufklärung. Die Menschen wurden zu Kants Zeit entmutigt, sich ihres eigenen Verstandes selbstständig zu bedienen. Sie wurden, wie Kant es sagte, in einen geistigen Gängelwagen gesperrt. Kant teilte dann jedoch seinen Mitmenschen unumwunden mit, dass sie den Mut fassen und ihre Faulheit überwinden müssen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Sapere audere, wie er das Motto der Aufklärung nannte. Dem Menschen ist, so Kant, das Ideal der vernünftigen Autonomie in Aussicht gestellt. Unsere Vernunftbegabung kann uns erkennen lassen, dass wir nach selbstgesetzten Regeln in der Gemeinschaft einträchtig miteinander leben können, ohne dass eine Gruppe die andere beherrscht, sozial unterdrückt und ökonomisch ausbeutet. Also mit Aufklärung gegen die Anti-Aufklärung. Das ist von Kant auch heute noch zu lernen. Und lassen Sie mich noch einen letzten, fünften Gedanken, einen recht persönlichen Gedanken hinzufügen. Als ich als junger Ökonom auf die Ideen der Freiheit gestoßen bin, dachte ich, ökonomische Aufklärung sei der Schlüssel, um die Unfreiheit zurückzuschlagen. Nach dem Motto, die besseren ökonomischen Ideen werden obsiegen. Das war auch eines meiner Gründungsmotive für das Ludwig von Mises Institut Deutschland im Sommer 2012. Es dauerte einige Jahre, doch dann ging mir ein Licht auf, dass nämlich ökonomische Aufklärung allein nicht ausreicht, dem unaufhörlichen Vordringen unfreiheitlicher Ideologien etwas Wirksames entgegenzusetzen. Ich war in Kontakt gekommen mit Ideen, die besagen, dass das Vordringen der Unfreiheit psychologische Gründe habe. Viele Menschen hätten falsche, ja feindselige Einstellungen zu sich und ihrer Lebenswelt, Einstellungen, die sie in Konflikt zu ihrer Realität bringen, die zur Zerstörung ihrer Freiheit und auch der Freiheit ihrer Mitmenschen führen.
Mittlerweile denke ich jedoch, dass ökonomische Aufklärung auch zusammen mit psychologischer Läuterung allein immer noch nicht ausreichen, um eine drohende Tyrannei abzuwenden. Und auf nichts anderes läuft ja der Sturmangriff derjenigen hinaus, die die Ideen der Unfreiheit verbreiten, in die Praxis umzusetzen trachten. Ich denke heute, ohne eine Rückkehr zu christlichen Werten, zum Christentum, zu Gottes Wort, wie es in der Bibel niedergeschrieben ist, lässt sich der Kampf nicht gewinnen. Die Gewalten, die sich hinter der Unfreiheitsidee verbergen, sind zu gewaltig, als dass wir Menschen sie allein beherrschen und bezwingen könnten. Dazu erlauben Sie mir ein Bibelzitat aus dem Alten Testament, Epheser 6. Kapitel, Vers 6. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also nicht unsere Mitmenschen sind die Feinde, sondern die Feinde sind die finsteren Ideen, die Menschen zu schlechtem Handeln verleiten. Die bösen Ideen sind es, die wir überwinden müssen. Und das bringt mich noch einmal zurück zum Ludwig von Mises Institut Deutschland. Über die Jahre hinweg ist es mehr und mehr zu einem Think Tank aufgestiegen, einem Ideengeber, einer Institution, die Reichweite hat, die Menschen für die Freiheitsidee begeistert, die sie zu Fans macht, die erfreulicherweise auch immer mehr junge Menschen in ihren Bann zieht. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Idee der Freiheit, wenn sie überzeugend vorgebracht wird und eingängig erklärt und verstanden wird, im Grunde ein Selbstläufer werden kann. Wenn wir also alle den Mut fassen und unsere Feigheit und Faulheit überwinden, dann lässt sich die Freiheitsidee nicht aufhalten. Und wenn ich an dieser Stelle wir sage, dann meine ich vor allem auch die Friedrich August von Hayek Gesellschaft als engen Mitstreiter. Zusammen und mit Gottes Hilfe werden wir die Kräfte der Unfreiheit zurückdrängen und intellektuell unschädlich machen. Und damit den Weg zu einer freiheitlichen und friedvolleren und damit besseren Welt ebnen. Ich danke daher nochmal ganz herzlich für die Auszeichnung, lieber Carlos Gebauer, lieber Professor Habermann und lieber Professor Kotz, stellvertretend für die Friedrich August von Hayek Gesellschaft. Und ich danke Ihnen im Saal, sehr verehrtes Publikum. Und jetzt rufe ich Ihnen zu: Venceremos, wir werden siegen. Wir werden siegen. Und mit Blick auf die morgige Freiheitsparty, auf die wir uns wohl alle schon sehr freuen, rufe ich: Viva la Libertad Caraccio! Es lebe die Freiheit, verdammt! Herzlichen Dank und Gott schütze Sie alle!